Ach ja, die drei Fragezeichen. Mittlerweile begleiten sie mich seit mehr als zwei Drittel meines Lebens. Und damit bin ich keine Ausnahme. Ganze Generationen sind mittlerweile mit den drei Detektiven aufgewachsen. Und dementsprechend erfolgreich ist die Marke mittlerweile. Live-Auftritte vor Zehntausenden von Zuschauern, Aufführungen im Planetarium, Playback-Theater, Kinofilme, T3-Fragezeichen-Kids, Exit-Games, Tiefkühlpizza bei Aldi, Computerspiele, Adventskalender, Graphic-Novels, Detektivhandbücher und mehr Merchandise, als ein einzelner Mensch jemals zählen könnte. Die drei Fragezeichen sind wirklich überall. Und das, obwohl es sie seit weit über 50 Jahren gibt. Einem Außenstehenden drängt sich vermutlich folgende Frage auf. Was soll das eigentlich? Es ist ja nicht nur so, dass ein paar alte Hörspiele kultisch verehrt werden. Das Phänomen kennt man ja auch von Indiana Jones, Star Wars oder vergleichbaren Phänomenen. Nein, auch die neuen Episoden sind immens erfolgreich und erhalten in der Regel immer die goldene Schallplatte. Klar, dass Menschen sich für Dinge aus ihrer Kindheit und Jugend begeistern können, ist kein außergewöhnliches Phänomen. Aber warum sind ausgerechnet die drei Fragezeichen so ein Dauerbrenner? Ich denke, das liegt neben der hohen Qualität der ursprünglichen literarischen Vorlage auch daran, dass die drei Fragezeichen immer wieder ein bisschen neu erfunden wurden. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das sei mal dahingestellt. Langweilig wurde es jedenfalls nie. In diesem Video möchte ich euch durch jede Ära der drei Fragezeichen führen und dabei auch die Frage beantworten, ob die neuen Folgen wirklich schlechter sind und was für eine Zukunft könnten die drei Fragezeichen haben. Da die Geschichten für die Hörspiele nicht komplett aus der Luft gegriffen sind, müssen wir uns vorher natürlich trotzdem den Ursprung der drei Fragezeichen ansehen. Aber keine Sorge, wir halten es kurz. Die drei Fragezeichen sind keine Erfindung von Alfred Hitchcock, sondern von dem amerikanischen Journalisten und Schriftsteller Robert Arthur. 1964 veröffentlicht er das erste Buch der Three Investigators, The Secret of Terror Castle, in Deutschland besser bekannt als Das Gespensterschloss. In seinen Geschichten geht es um drei Junior-Detektive, die mysteriöse Fälle lösen, auch in der Welt der Erwachsenen. Arthur verstirbt leider schon 1969, bereits vor seinem Tod werden allerdings schon Autoren gefunden, die die Reihe fortsetzen können. Die Serie ist ziemlich lange erfolgreich, muss nach ein paar Rettungsversuchen dann aber im Jahr 1991 den Weg allen Irdischen gehen. Zumindest in den USA. Die Reihe ist mittlerweile in mindestens 30 Ländern erschienen, nirgendwo ist sie aber so beliebt wie in Deutschland, wo die erste Folge 1968 erschien. So beliebt, dass man nach der Einstellung der Originalserie die Reihe durch eine deutschsprachige Autorin fortsetzen lässt. Mehr dazu im weiteren Verlauf des Videos. Zur Beliebtheit der drei Fragezeichen dürften die Hörspiele sogar mehr als die Bücher beigetragen haben. Ende der 70er bzw. Anfang der 80er erleben Hörspiele, auch vor dem Hintergrund der einfachen Verfügbarkeit der Kassette, in Deutschland einen Boom, dessen Folgen bis heute zu spüren sind. Als man 1979 bei Europa mit der Produktion der drei Fragezeichen-Hörspiele beginnt, ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Andere Beispiele aus der Zeit sind TKKG oder Bibi Blocksberg. Mit den Hörspielen erzielt man eine ganze Generation, die später auch als Kassettenkinder bezeichnet werden, zu Fans. Die Leidenschaft wird nicht selten an die Kinder weitergegeben und so sind es bis heute gerade die Hörspiele, die sich ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Deswegen sehen wir uns heute die Geschichte der drei Fragezeichen mit einem eindeutigen Fokus auf die Hörspiele an. Dass sich diese zum Teil erheblich von den Romanvorlagen unterscheiden, liegt in der Natur der Sache. Deswegen beziehen sich alle Aussagen in erster Linie immer auf die Hörspielumsetzung. Aber natürlich werden wir uns trotzdem erlauben, hier und da mal einen Rückschluss auf die Qualität der Buchvorlage zu ziehen. Das ist bei der großen Autorenvielfalt der sinnvollste Weg, ein wenig Ordnung in die Betrachtung zu bringen. Wir können außerdem ein wenig Struktur in das Dickicht aus mehr als 200 Fällen bringen, indem wir die reguläre Reihe in unterschiedliche Phasen einteilen. Hier können wir auf ein mehr oder weniger allgemein bei den Fans akzeptiertes Schema zurückgreifen. Wie bereits festgestellt, erscheint 1979 das erste Hörspiel, Die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Dabei handelt es sich allerdings nicht in der Buchserie um den ersten Fall der drei. Im amerikanischen Original ist es der zweite, im deutschen sogar erst der achte. Inkonsistenzen wie diese gibt es viele, vor allem zu Beginn der Serie. Bis auf ein paar kleinere Widersprüche, die dem jüngeren Zielpublikum aber kaum aufgefallen sein dürften, geschweige denn es gestört hätten, ist das allerdings nicht allzu schlimm. Die Episoden der ersten Ära, die wir mal als die Klassiker bezeichnen, umfassen die Titelnummern 1 bis 46. Das ist Die drei Fragezeichen und Der schrullige Millionär aus dem Jahre 1989 und basieren auf den Buchvorlagen diverser amerikanischer Autoren.
In diesen Teilen sind die drei Detektive noch einmal ein paar Jahre jünger als in den späteren Episoden, was sich zum Beispiel dadurch bemerkbar macht, dass sie noch keine eigenen Autos zur Verfügung haben. Die noch sehr kindlichen Stimmen der drei Hauptsprecher passen zu diesem Umstand sehr gut und so funktionieren die Episode insbesondere in dieser Hinsicht auch heute noch, auch wenn das Ganze hier und da nicht nur von der Tonqualität, sondern auch was das Inhaltliche betrifft, ein wenig angestaubt klingt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Begriffe verwendet werden, die man heute vielleicht vermeiden würde. Bedenkt man das Alter der Hörspiele, kann das aber kaum verwundern. Wenn ihr die entsprechenden Folgen auf Spotify hört, gibt es mittlerweile vorab immer eine kleine Einordnung dazu. Die ersten Folgen dieser Ära gehen in die Mystery-Richtung. Es gibt häufig irgendwelche sprechenden Totenköpfe, flüsternde Mumien und seltsamen Wecker, ferner auch Erbschaften oder Kunstschätze. Diese Fälle stammen häufig aus der Feder von Serienschöpfer Robert Arthur oder auch William Arden, der gerne geschichtliche Hintergründe vermittelt. Gerade gegen Ende dieser Ära werden die Fälle aber auch etwas härter und haben etwas weniger Schatzsuchcharakter. Das sind dann zum Beispiel die Folgen von Maria Virginia Carey, die eine gewisse Vorliebe für Okkultes und Sekten an den Tag legt, wie zum Beispiel im Narbengesicht oder im Magischen Kreis. Grundsätzlich macht sich hier der große Pool an unterschiedlichen Autoren und Autorinnen bemerkbar. Wir werden übrigens nicht dazu kommen, jeden einzelnen Autor zu besprechen, der mal einen Band verfasst hat. Dafür ist die Liste zu umfangreich. Die wichtigsten oder prägendsten erwähnen wir hier aber natürlich schon, wie hier gerade. Mein Eindruck war immer, dass gerade die ersten Folgen aus dieser Ära besonders beliebt bei den Fans der drei Fragezeichen sind. Kein Wunder, es dürften für die meisten ja auch die ersten Episoden gewesen sein, also denen, mit denen alles angefangen hat. Wir wollen es aber nicht nur auf mein Gefühl verlassen, sondern versuchen, ein wenig mehr Objektivität einfließen zu lassen. Dafür verwenden wir die durchschnittlichen Bewertungen der Hörspielfolgen auf der Seite rockybeach.com. Diese Seite ist die beste Ressource für eigentlich alles, was entfernt mit den drei Fragezeichen zu tun hat, seien es Hörspielskripte oder Cover von slowakischen Taschenbuchausgaben. In einer Sektion dieser Seite haben Fans die Möglichkeit, die einzelnen Hörspielfolgen mit den Schulnoten 1 bis 6 zu bewerten. Wie von mir vermutet, kommen die Klassikerfolgen hier enorm gut weg und wurden im Mittel mit 2,3 bewertet. So gut wie in keiner anderen Ära. Am besten bewertet ist hier das Gespensterschloss, am schlechtesten, wenn wir mal die Folge, die nur Musik enthält, weglassen, der höllische Werwolf. Ich persönlich werde zwar nicht ganz so euphorisch bei den Klassikerfolgen, weil ich eher mit neueren Fällen aufgewachsen bin, würde aber auch sagen, dass die Episoden meistens ziemlich gut sind. Was mich teilweise stört, ist, dass die Auflösungen von gruseligen Phänomenen häufig in der nicht immer plausibel erklärten Nutzung irgendwelcher total spezifischer Technik liegt. Aber wie haben Sie das gemacht? Ich habe den Schädel genau untersucht. Darin war keine Technik versteckt. Nein, dafür in der Bodenplatte. Darin steckt eine Funk-Gegensprechanlage. Jetzt möchte ich nur noch wissen, was Sie getan haben, um die Mumie zum Flüstern zu bringen. Ja. Ich glaube vielmehr, dass Sie ein Richtmegafon eingesetzt haben. Außerdem sind die ersten Folgen häufig sehr straff erzählt, was in manchen Szenen ein wenig auf die Atmosphäre drückt. Da diese Ära nur 45 Fälle umfasst, ist man außerdem mittlerweile gewohnt, dass die Detektive ein wenig älter sind. Das kann schon mal befremdlich sein, wenn man nach längerer Zeit mal wieder eine der ersten Folgen hört. Dennoch. Selbst einige Episoden, die ich als Erwachsener das erste Mal gehört habe, haben mir sehr gut gefallen. Fälle wie Der Karpatenhund sind trotz der kindlichen Zielgruppe einfach gut geschriebene Geschichten. Um eine etwas ältere Zielgruppe anzusprechen, musste sich die Serie aber Ende der 80er wandeln und zeitgeistigere Themen behandeln. Crimebuster Era ist die kürzeste und umfasst nur 10 Folgen, nämlich die Nummern 47 bis 56. Die Hörspiele erschienen in Deutschland zwischen 1990 und 1992. Trotz des geringen Umfangs halte ich es für sinnvoll, diese Ära noch einmal von den Phasen davor und danach abzugrenzen. Wie der Name vielleicht vermuten lässt, handelt es sich auch hier um eine Entwicklung, die auf die amerikanische Serie zurückzuführen ist. Die Free Investigators haben sich nicht mehr so gut verkauft und sollten von nun an Themen behandeln, die eher einem jugendlichen Publikum zusagen. Sie wurden ein paar Jahre älter und bekamen Autos und Freundinnen verpasst. Also im Prinzip alles, wovon ein 16-Jähriger träumt. Auffallend war, dass alle 5 Fahrzeuge sogenannte Lowriders waren. Die Autos waren so umgebaut worden, dass der Wagenboden nur 15 cm über der Fahrbahn lag. Auch inhaltlich sollten die Fälle ein etwas älteres Publikum ansprechen. Deswegen ging es zum Beispiel um Themen wie Comics, Computerviren und Musikkassetten. Für viele der Fälle kann man sagen, dass sie vielleicht nicht unbedingt zeitlos sind, dafür aber interessante Zeitzeugnisse. Ich würde außerdem sagen, dass die Handlungsverläufe grundsätzlich etwas geradliniger geworden sind, zum Teil vielleicht auch etwas stumpfer. Auch die Atmosphäre wurde nun deutlich erwachsener. Die VerbrecherInnen, die gefährlichen Fässer, sind nicht mehr hinter einem Erbe oder einem gestohlenen Kunstschatz her. Nein, sie entsorgen giftige Abfälle im Fluss eines Ureinwohnerreservats. Und dadurch werden die Menschen dort krank.
Als ihnen ein Zeuge auf die Schliche kommt, wird dieser mit einem Kopfschuss hingerichtet. Vor und nach dieser Ära wäre so etwas unvorstellbar. So wie Peter und Bob mit einer jungen Ureinwohnerin flirten, hört man auch eher seltener. Wie nennt man dich denn? Uwe Anna Tuva Bakwitanare. Und was heißt das? Das heißt sicherlich die schönen Augen, in denen der Morgentau glänzt. Nein. Nicht nur in den USA, auch bei den Fans in Deutschland sind die Crimebuster-Episoden nicht allzu beliebt und werden im Schnitt mit einer 3 bewertet. Mit 2,5 am beliebtesten sind die Comicdiebe, eine ganze Note schlechter und damit am unbeliebtesten sind die gekauften Spieler. Eine Folge, die ich ehrlich gesagt nicht so schlecht finde. Die Unterschiede in der Tonalität zu allen anderen Folgen ist dennoch manchmal recht störend. Die 3 sind manchmal ehrlich gesagt ziemliche Unsympathen. Die Autoren hatten außerdem den Auftrag, sich in jeder Folge eine lächerliche Diät für Justus zu überlegen. Das wirkt heute doch eher befremdlich und etwas zu klamaukig. Trotzdem höre ich diese Episoden sehr gerne. Gerade Angriff der Computerviren, die Folge, in der Justus Lüste Kerk kennenlernt, hat einen Platz in meinem Herzen. Die Schauplätze der Fälle sind meistens sehr interessant und die Interaktion zwischen den drei Freunden ist hiermit die beste der gesamten Serie. Die Welt, in der wir uns in diesen Folgen bewegen, fühlen sich einfach echt an und wir vergessen, dass wir hier ein Hörspiel hören, das in einem Studio in Hamburg aufgenommen wird. Die drei Detektive entwickeln ihre Hobbys, haben andere soziale Verpflichtungen und sind somit einfach drei Jugendliche, die eben auch ein bisschen ermitteln. Ich denke, insgesamt wird kein Fan ernsthaft bestreiten, dass es eine wichtige und gute Entscheidung war, die Detektive ein paar Jahre älter werden zu lassen. Man muss allerdings auch sagen, bei deutlich mehr als den 10 vorhandenen Fällen wäre es in diesem Stil schon kritisch geworden. Nicht nur mit der Identität der drei Fragezeichen, sondern auch mit der Anschlussfähigkeit der Reihe. Das Konzept der Crimebusters ging in den USA nicht auf und die Serie wurde eingestellt. In Deutschland waren die drei Fragezeichen aber nach wie vor sehr erfolgreich, weshalb sie hier fortgesetzt wurden. Da es nun aber keine amerikanischen Originalvorlagen für die Bücher mehr gab, engagierte man Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, eine österreichische Journalistin, die die drei Fragezeichen in eine neue Zeit führen sollte. Und so kommen wir zu der vielleicht umstrittensten Ära. Wobei, das ist vielleicht der falsche Begriff, denn ein Großteil der Fans ist sich hier eigentlich einig. Die 16 Fälle, die Henkel-Weidhofer verfasst hat, bilden die schwächste Phase der Hörspielserie. Auf rockybeach.com werden die Bände mit einer Durchschnittsnote von 3,2 abgewatscht. Am beliebtesten mit 2,2 war hier Spuk im Hotel, eine wirklich herausragend gute Folge. Am unbeliebtesten mit 4,0 die Fußballgangster, die den Auftakt zu der erfolgreichen, aber ungeliebten Fußballreihe innerhalb der drei Fragezeichen bildet. Ich glaube, ähnlich wie bei der Crimebuster-Ära sind die Fälle aus dieser Phase deswegen eher unbeliebt, weil sie sich stilistisch sehr stark von den anderen Folgen abheben und sich für manche Fans deswegen einfach ein wenig off anfühlen. Ich selbst mag auch diese Ära grundsätzlich sehr gerne und das aus ähnlichen Gründen wie bei den Crimebusters. Wir haben hier einfach eine Welt, die sich anfühlt, als würde sie von Menschen aus Fleisch und Blut bewohnt werden und die größer ist als der Schrottplatz. Wir bekommen hier wirklich viele tolle Schauplätze geboten. Es gab sogar einen 4-Folge andauernden Europatrip, wo zugegebenermaßen nicht jeder Fall ein Volltreffer ist. Kollegen, das italienische Wetter steht dem in Kalifornien in nichts nach. Die drei Detektive sind hier zwar nicht wieder jünger gemacht worden, wirken allerdings trotzdem ein wenig weniger erwachsen. Auch der Stil oder vielmehr die Art, die Geschichten zu erzählen, ist nun deutlich, naja, nennen wir es mal pädagogischer geworden. Auch hier sollten gezielt Jugendliche angesprochen werden. Diesmal allerdings nicht mit popkulturellen Inhalten wie bei den Crimebusters, vielmehr geht es um Themen wie Umweltverschmutzung, Drogenmissbrauch und sogar Rassismus. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Folgen eher unbeliebt sind. Man möchte bei den drei Fragezeichen eben der Welt entfliehen und nicht mit ihren Problemen konfrontiert werden. In diesem Zuge wird Henkel-Weidhofer manchmal auch ein erhobener Zeigefinger vorgeworfen. Ehrlich gesagt ist das für mich nur bedingt nachvollziehbar. Ein für mich etwas nachvollziehbarer Vorwurf ist, dass die Fälle zum Teil etwas dröge sind, denn das stimmt stellenweise schon und wie schon erwähnt, nicht jeder Fall ist ein Volltreffer. Ich würde aber dennoch sagen, dass man einen Großteil der Folgen sehr gut noch heute hören kann. Um es ganz deutlich zu sagen, Henkel-Weidhofer kommt viel zu schlecht weg. Als erste deutschsprachige Autorin hatte sie die schwierige Aufgabe, die Serie glaubwürdig und ohne allzu offensichtlichen Stilbruch fortzuführen. Gerade auch deshalb, weil die neuen Folgen immer mit einer gewissen Verzögerung in den deutschen Markt kamen und es somit quasi zu keiner Pause zwischen der Crimebuster und der Henkel-Weidhofer-Ära kam. Wir erinnern uns, das letzte Hörspiel der Crimebuster-Ära erschien 1992, die Hörspiele dieser Phase erschienen 1994 bis 1996. Darüber hinaus hatten die Detektive ja auch gewissermaßen immer noch nicht so etwas wie eine stabile Identität. Der große Umbruch zur Crimebuster-Ära war ja erst 10 Folgen her. Neben den inhaltlichen Herausforderungen mussten die Bücher aber natürlich auch noch einen gewissen kommerziellen Erfolg erzielen, was sie taten. Wir verdanken der Autorin also, dass wir auch heute noch regelmäßig neue Folgen hören können.
Auch abgesehen davon bin ich dieser Ära eher zugeneigt und gerade Spuk im Hotel oder die Episoden der Europareise, zumindest stimmungstechnisch, höre ich ab und zu noch gerne und deswegen auch regelmäßig. Nach 16 Folgen nahm Henkel Weidhofer ihren Hut. Von nun an wurden die Bände der drei Fragezeichen wieder von mehreren Autoren geschrieben. Während den Folgen 73 bis 119, beziehungsweise von 1997 bis 2004, waren das immer drei unterschiedliche Personen, weshalb diese Zeit auch als die Triumvirats-Ära bezeichnet wird. Erwähnen würde ich hier drei Autoren, die meiner Meinung nach diese Zeit geprägt haben. André Minninger, der Mann fürs Gruselige und schon seit 1994 verantwortlich für das Adaptieren der Romanvorlage als Hörspieldrehbuch. Und Ben Nevis, der eher experimentellere Ideen hat. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Sie blöffen doch! Sie blöffen! Oder wollen Sie Bob wirklich in den Weltraum schießen? Prägendster Autor war hier aber sicher André Marx. Selbst ein Fan der drei Detektive seit seiner Kindheit, ging es von nun an wieder zurück zu den Wurzeln. Das heißt, mysteriöse Erscheinungen, kryptische Rätsel und seltene Gegenstände. Man merkt, hier schreibt ein Fan für Fans. Er war allerdings nicht nur traditionell, sondern auch im richtigen Maße innovativ für die Serie. Gerade Nacht in Angst, der erste Dreiteiler Toteninsel oder auch Das Erbe des Meisterdiebs sind deshalb unumstrittene Höhepunkte der gesamten Serie. André Marx hat mittlerweile schon 35 Bände verfasst. So viel wie derzeit niemand anderes. Er dürfte auch der Lieblingsautor der meisten Fans sein. Die Darstellung der drei Detektive selbst erinnert ebenfalls an eher frühere Fälle. Justus, Peter und Bob bekommen also nicht laufend neue Hobbys verpasst und auch die Präsenz ihrer Freundinnen wurde deutlich zurückgefahren. Zum Teil wurden sie auch ganz aus der Serie geschrieben. In dieser Ära kam es allerdings auch zu einer echten Innovation. Erstmals war es erlaubt, an ältere Fälle anzuknüpfen. Das führte dazu, dass wir Bösewichte wie Victor Eugène oder Clarissa Franklin mehr als einmal treffen. Diese Fälle können dadurch auch etwas komplexer werden. Die Rückbesinnung auf die klassische Phase der drei Fragezeichen kam beim Publikum an. Die Hörerinnen und Hörer vergeben im Schnitt die Note 2,6. Damit schneidet diese Ära nur knapp schlechter ab als die klassische Phase selbst. Die höchste Wertung hat die Nacht in Angst inne, der fast schon legendär trashige Todesflug natürlich die Rote Laterne. Und hier kann ich insgesamt mal ein ähnliches Fazit ziehen. Für mich ist diese Ära ganz klar die stärkste, vor allem bis einschließlich Band 105, die Fälle danach fallen im Mittel etwas ab. Besonders hervorheben möchte ich Folge 91 Labyrinth der Götter, eine meiner Lieblingsfälle. Ja, diese Ära ist nicht nur bei den Fans äußerst beliebt, sondern dürfte auch für die Marke die drei Fragezeichen sehr wichtig gewesen sein. Durch die gute Qualität konnte sich die Serie der Treue der Fans sicher sein. Man nahm sich gekonnt die besten Versatzstücke der Klassiker, übernahm aus den beiden Übergangsphasen ebenfalls ein paar wenige Zutaten und erfand somit mit frischen Ideen die drei Fragezeichen noch einmal komplett neu. Für eine ganze Generation neuer Fans dürften die Folgen aus dieser Ära die eigentlichen Klassiker sein. Als das Autorenteam dauerhaft auf mehr als drei Autoren gleichzeitig vergrößert wird, beginnt die Neuzeit der drei Fragezeichen. Die Neuzeit startete 2005 mit Folge 120 und umfasst zum Jahresende 2022 genau 100 Episoden. Das ist mittlerweile fast genauso viele wie die gesamte Serie davor. Vermutlich wird bald also mehr als die Hälfte aller Fälle in diese Ära fallen. Irgendwo zwischen der Neuzeit und der Triumvirats-Ära schießen die drei Fragezeichen kommerziell und in ihrer Popularität in Sphären, die man vielleicht nie für möglich gehalten hätte. Wann genau begann das? Das ist natürlich nicht 100% sicher feststellbar. Als Stein des Anstoßes möchte ich hier aber mal die Master of Chess Tour 2002 ins Spiel bringen. Im September 2002 drehten die drei Fragezeichen das erste Mal live auf, in einem Audimax in Hamburg vor damals unglaublichen 1700 Menschen. Heutzutage sind das an die 10 Mal mehr. Während dieser Zeit entdeckte auch die Presse etwas, das selbst vielen eingefleischten drei Fragezeichen-Fans nicht einmal bekannt gewesen sein dürfte. Viele Hörer sind ja gar keine Kinder. Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich denke, das hier war einer der entscheidenden Punkte, der die drei Fragezeichen endgültig zu dem finanziell mit Sicherheit sehr viel erfolgreicheren Phänomen gemacht hat, das es heute ist. Der Punkt, an dem viele Menschen, die eigentlich nicht mehr Teil der Zielgruppe waren, gemerkt haben, hoppla, da gibt es ja noch ganz viele andere, die diese Hörspiele zum Einschlafen oder zum Joggen hören. Und so stehen wir nun über 20 Jahre später da, mit über 203 Fragezeichen-Folgen. Kann das überhaupt gut gehen? Ich denke erstmal schon. Mit Abschluss der Triumvirats-Ära musste man nicht zwingend das Gefühl haben, dass die Serie auserzählt ist. Aber man kann die Frage auch anders formulieren, nämlich braucht man das? Und spezifischer, braucht man das in dieser Quantität? Es ist ja nicht nur so, dass pro Jahr 6 bis 7 Folgen erscheinen, nein. Jede 25. Folge ist ja mittlerweile eine Dreifachfolge. Und das ist nur die reguläre Serie. Seit 2002, also Masters of Chess,
gibt es Live-Mitschnitte, Kurzgeschichtensammlungen als Hörspiele, vertonte Adventskalender, die sogenannten MIDI-Fälle, die Top-Secret-Reihe, der Dreitag und wozu auch immer der Fall Grab der Maya gehört. Nicht mal als man 2006 und 2007 aus Lizenzgründen keine Hörspiele mehr unter der Marke 3 Fragezeichen veröffentlichen durfte, warf man unter dem Namen Die 3 8 Hörspiele auf den Markt. Aber natürlich auch nur im Rahmen der regulären Reihe, denn es gab noch ein Special als Mitratefall. Und nur Gott weiß, was Europa sonst noch eingefallen wäre, hätte man sich dann doch nicht irgendwie nochmal einigen können. Wir werden mit 3 Fragezeichen-Content also wahrlich überflutet. Aber ist das schlimm? Wenn die Qualität stimmt, doch nicht unbedingt, oder? Wie sind denn nun aber die neuesten Folgen? Naja, in erster Linie sind es erstmal richtig, richtig viele. Und es arbeiten auch richtig viele Autorinnen und Autoren an den Fällen. Insgesamt wurden die Folgen von 8 unterschiedlichen Personen geschrieben. Bisher. Deswegen ist es mir eigentlich auch nicht möglich, diese Ära inhaltlich zu charakterisieren. Die Durchschnittsnote von 2,8 auf Rocky Beach ist nur minimal schlechter als für die Triumvirats-Ära und sogar besser als für die Henkel-Weithofer- und Crimebuster-Fälle. Ich selbst sehe das Ganze etwas kritischer. In erster Linie profitiert diese Ära von starken André-Marx-Beiträgen. Zum anderen wird hier das fortgeführt, was mit Folge 100 begann. Jeder 25. Fall ist jetzt ein Dreifachband. Dadurch lassen sich natürlich komplexere und meist auch bessere Geschichten erzählen. Darüber hinaus gibt es aber doch überwiegend eher Durchschnittskost. Ich habe mir lange die Frage gestellt, warum mir gerade die aktuellen Folgen eher seltener gefallen und werde im Folgenden erklären, welche Antworten ich darauf gefunden habe. Die 3 Fragezeichen sind mittlerweile ein Hörspiel von Erwachsenen für Erwachsene, das irgendwie aber auch Kinder abholen soll. Für die Autorinnen und Autoren stelle ich mir das wirklich schwierig vor. Aber das Problem mit vielen neuen Fällen ist nicht, dass sie handwerklich schlecht sind. Und auch in den frühen Folgen sind teilweise nicht nur die Umsetzungen der Verbrechen, sondern auch die Motivationen manchmal hanebüchen. Tut mir leid, aber Ihr schöner Bankraubplan ist gescheitert. Ich kann mir nicht vorstellen, Mr. Shelby, dass Sie wirklich ein Krimineller sind. Wahrscheinlich hat Sie mal wieder die technische Spielerei gereizt. Das kann man wohl sagen. Das Problem ist vielmehr, dass die neuen Folgen oft unnötig komplex, uninteressant oder vergessenswert sind. Oft wird der Fokus auf die Plausibilisierung der Verbrechen gelegt. Ältere Folgen haben dagegen häufiger versucht, ein interessantes Mysterium aufzubauen. Da hat es dann auch weniger gestört, wenn die Auflösung manchmal ein wenig weit hergeholt war. Immerhin war es interessant. Nehmen wir hierfür mal exemplarisch die Episode Im Schatten des Giganten. Der Yosemite National Park ist zwar ein cooler Schauplatz, aber wirklich etwas daraus machen kann das Hörspiel nicht. Im Park gibt es eine Häufung an Unfällen und man findet einen Blutspritzer an einer Stelle. Bei den Ermittlungen wird dann sogar auf die 3 geschossen. Am Ende kommt dann heraus, dass der Partner einer Mitarbeiterin im Nationalpark illegale Jagden gegen Bezahlung angeboten hat und so die Blutspuren zustande kamen. Ein Schuss auf die 3 hat er versucht, dem geistig behinderten Sohn seiner Partnerin unterzujubeln, da er eifersüchtig auf die Zeit, die sie für ihn aufwendet, war. Er hofft, dass das Kind nun in ein Heim muss. Am Ende kommt es dann zu einem weiteren Beinahe-Unfall und die 3 Fragezeichen decken auf, dass die Unfälle und ihre Rettungen von einem Hubschrauberhersteller inszeniert sind, der sich durch die ganzen medienwirksamen Berichte darüber mehr Aufträge erhofft. Im Buch soll das Ganze ganz gut ineinander passen, für das Hörspiel ist das aber einfach zu viel Stoff. Im Vergleich mit den konfuseren Plots der neuesten Hörspiele ist das hier aber noch Kindergarten. Die Fälle der Neuzeit haben natürlich das Problem, dass es bereits 119 Folgen davor gab. Der 20. Fall, in dem jemand entführt oder vermisst wird, haut mich nicht mehr vom Hocker. Vor allem dann nicht, wenn der Fall auch sonst keine spannenden Facetten zu bieten hat. Viele dieser Folgen rufen keine Verärgerungen mehr hervor, sondern vielmehr ein Schulterzucken. Und eine Woche später hat man den Fall dann meistens sowieso schon wieder vergessen. Apropos Fälle vergessen, dabei hilft auch die Wahl der Titel nicht besonders. Diese sind wahlweise völlig generisch, repetitiv oder geradezu irreführend. Jüngstes Beispiel wäre hier Der Fluch der Medusa. Oder nehmen wir Die Rache der Samurai. Letzten Endes sind Samurai im Rahmen der Handlung völlig austauschbar. Der Schülerbund, um den sich der Fall dreht, hätte sich eigentlich um alle denkbaren Dinge entwickeln können. Dass das hier ausgerechnet Samurai sind, wirkt eher befremdlich und so, als hätte man einfach nur ein Band mit Samurai im Titel haben wollen. Und ja, man findet auch in älteren Folgen Titel, denen man das gleiche vorwerfen kann, aber in der Häufung ist es mittlerweile wirklich nur noch ein wenig störend. Insgesamt muss ich für mich also leider festhalten, die neuen Fälle sind auch in ihrer Gestaltung nicht immer das Gelbe vom Ei. Ich würde sagen, dass sich auch die Atmosphäre der Hörspiele eher zum Schlechteren gewandelt hat. Die Interaktion zwischen den 3 Detektiven klingt stellenweise leider nach dem, was sie wirklich ist. Nämlich nach 3 Erwachsenen, die sich gemeinsam amüsieren. Ha 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 ha!
Dafür würde ich auch die Selbstreferenzialität verantwortlich machen, die seit der Triumvirats-Ära noch einmal zugenommen hat. Graf Gallagher, ich glaube, es ist an der Zeit, Ihnen unsere Karte zu geben. Auch die Bearbeitung der Fälle hat oftmals nur relativ wenig mit Ermittlungen zu tun. Vielmehr passieren die Dinge den Dreien einfach und sie reagieren darauf. Das sieht man auch bei Justus, der mittlerweile oft nur noch wie ein lebendes Lexikon behandelt wird. Und statt zu kombinieren wie früher, scheint er Dinge oftmals einfach aus heiterem Himmel zu wissen oder vorhergesehen zu haben. Und ganz generell wirkt die Welt der Folgen viel leerer als beispielsweise in den Folgen von Henkel Weidhofer. Für ihre gereiften Stimmen können die Sprecher natürlich nichts, aber wäre manch eine Folge dieser Ära die erste, die man hören würde, man könnte den Eindruck gewinnen, die drei Fragezeichen wären irgendwelche Mitvierziger, die den ganzen Tag in ihrem Wohnwagenanhänger herumlungern, keinerlei soziales Umfeld haben, sich von Justus' Tante durchfüttern lassen und sich als abgehalfterte Möchtegern-Detektive ein wenig was dazu verdienen. Nebenbeschäftigungen, Schule oder einfach mal ausgehen spielt immer seltener eine Rolle. Der Alltag der drei Fragezeichen wirkt nicht gerade jugendlich. Und trotz alledem, es gibt immer wieder neue Folgen, bei denen man sich fühlt, als wäre man wieder 9 Jahre alt. Feuermond ist ein unbestrittener Fanliebling und gilt vielen als der beste Fall. Haus des Schreckens habe ich geliebt, Tödliches Eis war unglaublich atmosphärisch, mit Botschaft aus der Unterwelt und Meister des Todes kamen direkt nacheinander 2 enorm starke Folgen. Im Zeichen der Schlangen, Spur des Spielers, man könnte ewig so weitermachen. So durchschnittlich wie die 9 Folgen insgesamt sind, es hat uns auch einige weitere, wenn auch rar gesäte Highlights beschert. Neben André Marx traue ich gerade Kari Erlhoff und Henrik Buchner auch in der nahen Zukunft zu, weitere fantastische Fälle zu schreiben. Welche Phase ist denn nun die beste? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen die Triumvirats-Ära. Aber ehrlich gesagt kann ich jederzeit etwas abgewinnen. Am schwächsten finde ich leider die 9 Folgen. Aber ist das ein faires Urteil? Ist bei älteren Folgen nicht auch vieles an nostalgischer Verklärung dabei? Lasst uns abschließend über diesen Elefanten im Raum sprechen. Denn natürlich wirkt für ein Kind das Verbrechen in einer Folge wie Die Geisterinsel wie der Coup des Jahrhunderts. Die kindliche Fantasie und Einbildungskraft tun da ihr Übriges, um die Folge noch besser klingen zu lassen. Dazu kommt natürlich, dass sich Nutzung und Verfügbarkeit von Medien drastisch verändert haben. Heutzutage kann ich vergleichsweise günstig alle 3 Fragezeichen-Folgen auf Spotify hören. Und selbst wenn ich die schon alle kenne, gibt es noch 1000 weitere Hörspielserien zum Ausprobieren. Ganz von anderen Medientypen zu schweigen. Das Einzige, was unseren Konsum begrenzt, ist unser Zeitbudget. Als man die 3 Fragezeichen in den 80ern oder 90ern entdeckt hat, sah die Welt noch anders aus. Ich und die meisten, die ich kannte, besaßen nur ein paar wenige Folgen auf Kassette und diese waren unser stetiger Begleiter. Zum Teil hat man die Episoden mehrmals am Tag gehört und kann sie bis heute mitsprechen. Manche Dialoge haben sich förmlich in den Kopf gebrannt. Kann eine neue Folge so etwas bei einer über 30-jährigen Hörerin auslösen? Auf gar keinen Fall. Aber ich denke auch nicht, dass das die allgemeine Erwartungshaltung ist, wenn man sich neue Fälle anhört. Und sowohl meine als auch die Durchschnittswertungen der Fans bestätigen diese Behauptung. Es gibt immer noch neue Fälle, die begeistern können. Dennoch muss man zugeben, Nostalgie ist ein wichtiger Faktor bei der Popularität der 3 Fragezeichen. Vom kreativen Standpunkt aus gesehen ist die Serie deshalb mittlerweile eher zum Stillstand gekommen. Das kann man ihr und den Autorinnen allerdings nicht wirklich vorwerfen, denn das Korsett, dem man sich verschreiben muss, ist schon relativ eng. Die Fans wollen ja auch gar keine größeren Experimente oder Abweichungen, denn so hat man sie in den letzten 20 Jahren erzogen. Master of Chess war 2002 erfrischend neu, mit den zahlreichen Meta-Anspielungen auf das übertriebene Acting im Hörspiel. Und in Episoden wie Das Erbe des Meisterdiebs und Feuermond hat man das Konzept von Fortsetzungen im 3-Fragezeichen-Universum bestmöglich ausgeschöpft. Aber Fälle wie der dunkle Taipan sind einfach nur selbstreferenzielle Nostalgiebomben, von denen man schnell übersättigt sein wird. Und überhaupt, soll mittelfristig jeder Serienhöhepunkt irgendwie eine Hommage an die ersten 30 Folgen sein? Bei der Diskussion um die Zukunft der 3 Fragezeichen geht es im Kern eigentlich immer um dieselben 2 Fragen. Erstens, wie abhängig ist die Hörspielserie von ihren Sprechern? Die Hörspiele profitierten immer von ihren Sprechern. Damit meine ich nicht nur die in der Regel hervorragenden Leistungen, sondern auch den Wiedererkennungswert der Stimmen. Sie dürften maßgeblich noch heute zum anhaltenden Erfolg beitragen. Leider mussten immer wieder zentrale Rollen neu besetzt werden. So verstarb 2016 beispielsweise Andreas Beuermann, der Sprecher von Onkel Titus, oder Andreas von der Meden 2017, bekannt als der Sprecher von Chauffeur Morten. Die Hauptsprecher der 3 Fragezeichen sind mit Jahrgang 1965 bzw. 63 noch vergleichsweise jung. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, dass es weitere 40 Jahre in dieser Konstellation geben können wird. Und selbst falls doch, die Frage ist ohnehin eher, wer zuerst das Interesse verliert, die Sprecher oder die Fans.
Der Hörspielverlag Europa wird es auf jeden Fall nicht sein und das kann man bei dem Erfolg auch sehr gut nachvollziehen. Ich stehe den neuen Folgen sehr aufgeschlossen über, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich mir anhören will, wie über 70-Jährige die drei amerikanischen Jugendlichen mimen. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Und auch die Hauptsprecher selbst lassen in Interviews immer wieder mal durchklingen, dass sie nicht vorhaben, das Ganze noch aus dem Altersheim herauszumachen. Beim bisherigen Veröffentlichungsrhythmus würde etwa 2028 der 250. Band erscheinen. Die Sprecher wären dann Mitte 60. Band 300 wäre etwa 7-8 Jahre später möglich und die Hauptsprecher hätten die 70 erreicht. Warum also nicht mit einer hervorragenden 250. Folge abtreten? Ich halte dieses Szenario für gar nicht so unrealistisch. Zweitens, sind die drei Fragezeichen größer als die Hörspielserie? Das klingt vielleicht erstmal abwegig bei dem ganzen Arsenal an Fanartikeln und Veranstaltungen, aber ich denke, die Frage hat durchaus ihre Berechtigung. Im Jahr 2013 berichtete die Wirtschaftswoche, dass von den drei Fragezeichen insgesamt 16,5 Millionen Bücher, aber 45 Millionen Hörspiele verkauft wurden. Es wäre spannend zu wissen, wie das heutzutage mit Spotify und Co. aussieht. Ich denke aber, dass diese etwas älteren Zahlen schon einen guten Fingerzeig geben. Die Hörspiele sind das Rückgrat der Serie. Diese sind aber wiederum eng an die Romane gekoppelt. Und selbst wenn die Hörspiele irgendwann eingestampft und das Merchandising zurückgefahren würde, ich glaube, die Romane wird es immer mehr oder weniger geben. Und solange es Romane geben wird, wird man auch immer wieder versuchen, Hörspiele zu produzieren, da bin ich mir sicher. Also, wie kann die Zukunft der drei Fragezeichen aussehen? Nach einem Ausstieg der Hauptsprecher sehe ich eigentlich nur zwei Optionen. Erstens, man steigt von Hörspielen auf Hörbücher um. Einen ersten Testballon gibt es ja bereits in einer entsprechenden Sonderreihe, in der verschiedene Prominente einen der älteren Romane vorlesen. Hörbücher sind ebenfalls enorm beliebt, auch bei Erwachsenen, und so denke ich, dass das grundsätzlich eine Überlegung sein könnte. Die zweite Option ist aber, denke ich, mal realistischer. Man wagt ein Soft-Reboot der Hörspiele. Bedeutet, neue Sprecher und vielleicht generell ein ganz neuer Start. Wie genau das aussehen könnte, ich glaube, da sind der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. Herausfordernd könnte hier vielleicht sein, wie das Ganze von den drei Fragezeichen Kids abzugrenzen wäre. Das Schöne an all diesen Gedankenspielen: noch sind sie Zukunftsmusik und noch können wir uns auf neue Hörspiele mit Oliver Rohrbeck, Jens Wawitschek und Andreas Fröhlich freuen. Und auch wenn die neuen Folgen uns vielleicht nicht immer ganz so verzaubern wie die ersten Episoden, kann man sich unter diesen Überlegungen vielleicht doch noch einmal stärker mit ihnen anfreunden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.